Grüßen und herzlich willkommen. Auf dem Rasenstaffel Gaming. Und wie ihr hier schon sehen könnt, Leute, seht ihr, dass ich wieder schuldenfrei bin hier. Ihr seht, ich habe 584 Euro plus. Heute wollen wir das aber ein bisschen erweitern, denn ich muss ja, daher, dass ich den Bankdingsbums gemacht habe, immer Geld verdienen. So, ne, ihr versteht, was ich meine, weil sonst kriege ich wieder Minus. Deswegen machen wir heute den Job mit 3034, weil das kostet irgendwas mit 2000 irgendwas im jeden Tag. Das wollen wir nicht. Ich habe ein bisschen meine Tastenbelegung geändert. Oh. Deswegen nicht wundern. Okay, wir fahren los. So. Genau. Dann fahren wir los. So. Ich habe auf jeden Fall ein bisschen... falscher Knopf. Sitz einstellen, so. 1, 2, 3. Wobei, das können wir auslassen. Also bin ich schon. Also der Spiegel rechts ist ein bisschen kacke, muss ich sagen. Aber das muss ich mal später mal gucken. Ist auf jeden Fall. Naja. Also ich könnte jetzt rein theoretisch über die rote Ampel fahren. Aber wir wollen es ja ein bisschen realistischer machen. Oh. Krankenwagen ist auch direkt hier, falls ich Unfälle baue. Ja, und die Polizei im Rückspiegel auch schon direkt. Also, was will man mehr? Also, wenn man jetzt einen Unfall hätte, die Polizei da, der Rettungsdienst ist auf jeden Fall da. Nice, nice, nice. Ja, Leute, ihr habt ja vielleicht gesehen, dass gestern ein Minecraft-Video rausgekommen ist. Das Projekt. Also, es ist eigentlich kein richtiges Projekt, sag ich mal. Auf jeden Fall kommt das jetzt ein bisschen täglicher. Ne? Also, seid gespannt. Könnte auch mal sein, dass ich in Videos dann schon weiter bin, also dass ich dann auf einmal Eisenrüstung und sowas habe. Das liegt daran, dass ich dann halt nicht jeden Tag das aufnehme, weil ich halt auch manchmal was anderes machen will. Ja, auf jeden Fall, was ich auch sagen will, ich bedanke mich ganz herzlich wegen dem Support. Also ich habe alleine heute 2 Abonnenten plus gemacht. Das klingt jetzt für einige vielleicht sehr wenig, aber für mich ist es eigentlich ganz viel, Leute. Also vielen Dank, ne? Also wirklich, wirklich vielen Dank für den Support. Ich hätte damit niemals gerechnet, dass ich auf einmal so viele Abos habe. Also vielen Dank geht da auf jeden Fall raus. Vielen, vielen Dank. Ja, rechtzeitig. Also muss ich jetzt hier rechts. So. Ah, wir fahren Richtung Dortmund. Also diesen LKW würde ich mir tatsächlich selber auch holen. Einfach nur, weil der geiler fährt. Also er fährt so geil, dieser LKW. Das ist ja auch unnormal. Okay, jetzt habe ich 1% Schaden, aber das macht nichts. So, links halten, ja, machen wir natürlich. Diese Spiegel sind ein bisschen kacke, aber sonst ist der LKW ganz gut. Hat auf jeden Fall eine Digitalkamera-Anzeige. Und sowas. Ich fahre 90 in der 80er-Zone und darf man doch mal machen. Ne? So. Werdenanteil natürlich wieder das Ende ein bisschen cutten, dass das Video hier nicht wieder zu lange geht. Ja. Also 506 Kilometer tatsächlich. Genau, so. Zack, dann haben wir jetzt gleich 90 km/h. Auf jeden Fall wollte ich das sagen, dass dann halt, wie gesagt, Minecraft so oft kommt. Und auch nochmal danke für den ganzen Support sagen. Ich wollte eigentlich ursprünglich ein 300 Abonnenten Special machen. Allerdings weiß ich nicht, ob das zeitlich bei mir hinhaut, weil ich jetzt sehr viel unterwegs bin, sage ich mal. Aus privaten Gründen. Und deswegen ist es schwierig, Videos zu drehen, die ich dann halt machen kann. Also, ja.
werde, denke ich, auch sehr viel vorproduzieren müssen, beziehungsweise nicht nur vorproduzieren, sondern auch sehr viel abends drehen. Ne? Also meine Freizeit ist dann ein bisschen weg. Aber das macht nichts. Also mir macht es auf jeden Fall Spaß, hier YouTube zu machen. Und deswegen kommt auch auf jeden Fall jeden Tag ein Video, ne? Eigentlich habe ich ja immer nur zwei Videos in der Woche gemacht, wo ich tatsächlich noch Roblox mal gespielt habe. Dadurch, dass ich ja jetzt ein bisschen mehr guten Equipment und sowas habe, habe ich ja, da links ist ein Unfall, habe ich ja hier so meine Qualität ein bisschen alles geändert, also ein bisschen besser gemacht. Und deswegen spiele ich halt jetzt auch Simulation. Ne? Natürlich kommt Roblox noch weiterhin, weil es gibt viele Leute, die halt einfach den Kanal abonniert haben, wegen den Roblox spielen. Und dadurch, dass es halt ein Teil von der Community von mir einfach nur wegen Roblox so abonniert hat, denke ich mal, wird natürlich noch zweimal in der Woche immer Roblox kommen. Könnte mal sein, dass ich dann auch nur eine Folge davon mache, aber auf jeden Fall kommt definitiv Roblox immer. Ja, also auch jetzt kommt in dieser Woche zweimal Roblox. Denke, glaube ich, sogar schon am Donnerstag. Am Mittwoch meine ich. Ja. Na, also seid auf jeden Fall gespannt. Und ja, Roblox kommt weiterhin. Ne? Auf jeden Fall habe ich das ja auch schon angekündigt, dass ich danach kein Roblox mehr so machen will. Beziehungsweise nicht mehr so lange mache. Beziehungsweise nicht mehr so oft mache. Weil es gab ja Roblox tatsächlich früher. Täglich. Ne? Also da habe ich nur Roblox-Videos gedreht, weil ich was anderes nicht drehen konnte, weil da einfach die Bildschirme und PC so schlecht war. Und ja, jetzt habe ich halt alles ein bisschen geupgradet und konnte somit halt hier auch jetzt Simulation spielen und was weiß ich noch spielen. Ne? Ja. Natürlich kommen auch irgendwann neue Videos, also neue Spiele. Ich habe ja aktuell, sag ich mal, nicht so viele Sachen gemacht. Also es gibt jetzt bis jetzt immer nur dieselben Spiele, ne? Aber es werden auch neue Spiele kommen. So, 50, ja. The Trophy ich auf jeden Fall. Okay, dann will ich nicht da reinfahren. So. Links halten, ja, natürlich. Dann fahren wir hier mal links rein. Ich will mir auch tatsächlich ein neues Lenkrad holen, Leute. Ihr müsst wissen, ich finanziere das hier nicht mit YouTube. Funktioniert nicht, wenn man 1000, wenn man noch nicht 1000 Abos hat. Ich gehe selber arbeiten. Das heißt, ich verdiene das Geld, damit ich hier alle Sachen machen kann. Tatsächlich einfach, indem ich selber arbeite. Vielleicht irgendwann kann ich das dann mit YouTube finanzieren, dass ich gar nicht mehr arbeiten muss. Ja, beziehungsweise arbeiten will ich trotzdem, aber ich meinte jetzt die Roblox-Einnahmen, die YouTube-Einnahmen. Ihr wisst ja auch, dass ich ein Roblox-Spiel habe. Da würde mich auch sehr freuen, wenn ihr das Ganze supporten könnt. Ne? Mich würde das sehr freuen, wenn ich da auch irgendwann mal die 1000 Mitglieder auf Discord schaffe. Ich habe ja jetzt 200 irgendwas, also fast so viele wie bei YouTube. Tatsächlich. Und das würde mich echt freuen, wenn ich da auch die 1000 schaffe, so wie hier auf YouTube. Das ist bis jetzt tatsächlich meine Ziele. Ne? Natürlich sind die Ziele auch noch 500 Abos und sowas. Aber da kommen wir ja irgendwie zu. Ne? Also vielen Dank geht da auf jeden Fall raus, ne, an euch, dass ich meine Ziele einfach so weiterhin verfolgen kann. Ne? Und die Ziele rücken auf jeden Fall näher. Ne? Sag mal so, die 300 Abos habe ich ja bald schon. Ne? Also dann kommen die 400 und dann kommen die 500. Habe ich praktisch schon mal das zweite Ziel fertig. Ne? Das müsste sogar das zweite sein. Ihr könnt meine Ziele auch einfach in meine Info sehen. In Kanal-Info, da ist die nämlich drin. Oder da sind meine ganzen Ziele drin. Also guckt da gerne rein. Das wird... Das wäre cool. Genau. Muss ich hier mal links, weil ich ein bisschen zu schnell bin. Schreibt auch gerne mal in den Kommentaren, was ihr so vorhabt, nach der Schule zu machen, weil ich bin ja aktuell noch in der Schule. Und ja.
würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr das mal sagen könntet. Genau. So. Genau, Roblox kommt halt jetzt immer zweimal in der Woche, das wie davor, also alles wie gewohnt. Könnte sein, dass es bald keine Videos gibt, wegen Praktikum. Da gucke ich, dass ich dann einfach vorproduzieren kann. Oder die Videos mache ich einfach morgens. Das wäre auch eine Option bei mir. Ne? Also könnte auch sein, dass ich die Praktikum, dass die Videos dann einfach abends drehe. Könnte natürlich auch möglich sein, dass da keine Videos kommen. Also im schlimmsten Fall, wenn ich da echt keine Zeit habe, dann kommen da keine Videos. Aber ich schaffe das schon. Ne? Also ich habe in den Ferien, wo wir 2 Wochen Ferien hatten, haben alle Schüler gewesen, das habe ich ja nur vorproduziert. Also die Videos waren alle schon fertig, weil ich da auch ein bisschen zur Ruhe haben wollte, tatsächlich in den Ferien. Ja. Deswegen habe ich mir dann dran gesetzt, 3 Tage ungefähr habe ich gebraucht, um die ganzen Videos vorzuproduzieren und zu schneiden. Also ist nicht so lange, Leute. Also 3 Tage nur für 2 Wochen zu produzieren ist nicht schwer gewesen. Also es war natürlich anstrengend, so viel zu schneiden und was weiß ich. Aber sonst ging das eigentlich, ne? Und da muss ich dann auch wieder 2 Wochen vorproduzieren. Das heißt, ich mache da definitiv 2-3 Tage vorher alles fertig. Und ja. Genau. So. Dann habe ich auch noch 295 Kilometer tatsächlich. Dann mache ich gleich einen Cut. Wow. Okay, Leute, ich mache mal kurz einen Cut, weil ich jetzt schon nur noch 200 Dings habe. So, Leute, da bin ich wieder. Wir fahren jetzt gleich nach links, denn wir haben noch 34 Kilometer. Wir sind hier da. Boah! Fast in den Rhein gefahren. Krass, wie viele LKWs hier sind, ne? So. Müssen wir hier gleich, glaube ich, wieder links. Was sagt sie uns, Jordan? So. Ah, ich muss hier. Ah, jetzt bin ich sogar schon im Ort. So. Ja, 70 darf ich fahren. Der ist dann noch 50. So, ich habe jetzt mal einen Tempomaten eingestellt, dass ich hier nur 50 fahre. So, muss ich hier auf jeden Fall links oder auch nicht. So. Am Kreisverkehr Ausfahrt nehmen. Okay, natürlich. Aber bitte, ach nee, der fährt auch noch dahin, wo ich war. So. Okay, fährt er doch nicht. So. Perfekt. Ja, da wo die Ampel ist. Sind denn hier 2 Ampeln? Na egal. So, dann müssen wir hier gleich rechts rein. Perfekt.
Ja, ich bin da rechts. Biege nach rechts ab. Mann, werd grün. Genau, jetzt, wo ich Bremse drücke. Ist ja eigentlich überall Ampeln? Sag mal. Ich hab jetzt schon 100 Millionen Ampeln hier. Ach ja. Bus, fahr bitte. Ich muss nämlich hier rein. Fahr schneller, sonst fahr ich die hinten weg. Danke. So. Rechts. Naja, mach ich. So, und hier muss ich rechts. Ich muss sie sogar richtig reinfahren. Okay. Da sind wir. Was? Wir springen natürlich. So, Leute. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne liken, Abo und Kommentar da. Schaut außerdem auf meinen Discord-Server vorbei. Wie gesagt, gerne auf meinem Roblox-Spiel gehen, also mein Spiel. Habt noch einen traumhaften Tag. Und dann euer Sando. Ciao, ciao.